Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin hier gerade in einer Telefonzelle. Ich bin in einem kleinen Raum, der für Leute gemacht wurde, die sprechen wollen, ohne andere Leute zu stören und die auch einen ruhigen Raum brauchen. Und ich denke, hier werde ich ein paar Videos machen. Ja, dies ist der perfekte Ort, um mich aufzunehmen und mit euch zu sprechen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ja, hier mache ich Videos und ich möchte euch die Coworking Space heute zeigen, in der ich gerade bin. Ja, ich bin in einer Coworking Space. Diesen Begriff sagt man auch im Deutschen. Und da die Leute ungestört arbeiten möchten und manche Leute auch Gespräche führen möchten online oder wie ich sich aufnehmen wollen, deshalb gibt es einen Raum wie diesen hier. Ja, es ist sehr, sehr spannend, sehr faszinierend, finde ich. Und ja, ich bin hier in diesem Raum und ich werde jetzt rausgehen und euch ein bisschen von der Coworking Space zeigen. Während ich das tue, kann ich leider nicht viel sprechen oder nicht laut sprechen, weil ich natürlich die Leute nicht stören möchte, die hier arbeiten. Okay? Und das Dach habe ich euch übrigens in meinem letzten Video gezeigt. Das Dach, was du in meinem letzten Video gesehen hast, das ist genau das Dach von diesem Coworking Space. Und das Coworking Space heißt übrigens The Hive. Ja, ich bin gerade im The Hive Saigon. So, jetzt gehe ich mal raus. Also erstmal drehe ich mich um. Ja. Hier ist eine Lampe, hier ist eine Schalldämpfung. Ja. Dies dämpft den Schall, so dass ich hier kein Echo habe und dass auch der Schall absorbiert wird, ja, wenn ich rede, ja, so dass ich andere Leute nicht so sehr störe. Ja. Hier ist ein süßes Bild von einer Frau, die rumkutschiert wird. Und ja, also du siehst bestimmt, dass der Raum hier sehr, sehr klein ist. Ja, es ist sehr, sehr klein. Diese Kamera hat übrigens Fisheye. Ja. Alles, was hier drumherum passiert, ja, das nimmt die Kamera noch auf. Ja. Das ist eine spezielle Kamera, sodass man mehr sieht von der Umgebung. Okay. So, ich gehe jetzt raus und dann seht ihr dies alles gleich von außen. Und wie gesagt, ich kann leider nicht viel sprechen draußen, aber ich zeige euch ein kleines bisschen was von der Coworking Space. Okay, viel Spaß. So, jetzt sind wir draußen. Zwei. Hier kann man sich hinsetzen. Hier sind Tische. Und, ja. Ja, also wie ihr seht, eine ganz schöne, eine sehr schöne Coworking Space. Ne? Ich lege euch mal hier hin. Dann werde ich mal versuchen. Na, so, zu. Ja, eine sehr schöne Coworking Space, ja, mit viel Licht, mit schönen Pflanzen,
großen Tischen. Und ja, ich habe euch ein kleines bisschen gezeigt. Ich wollte natürlich nicht die ganzen Leute filmen. Ja, die wollen bestimmt in Ruhe arbeiten und nicht gefilmt werden. Deswegen habe ich nicht noch mehr gefilmt. Aber ihr seht ungefähr, wie es hier aussieht. Und ja, ihr seht, es gibt auch private Büros. Ja, die Leute haben ihre eigenen Büros. Und manche Leute arbeiten nur an einem Tisch, ja, im Gemeinschaftsbereich und so weiter. Es gibt natürlich auch einen Drucker, ja. Es gibt übrigens auch Kaffee und Wasser, ja, dass die Leute, so dass die Leute auch genügend Wasser bekommen und genügend hydriert sind, ja, wie man so sagt. Und dass sie auch genug Koffein bekommen, ja. Sie bekommen auch das Koffein, das manche Leute sehr stark benötigen, ja. Manche Leute brauchen unbedingt ihren Kaffee, also gibt es hier Kaffee und es gibt auch Wasser. Gerade in so warmen Ländern wie Vietnam ist das natürlich sehr wichtig, dass man viel Wasser trinkt. Ich habe letztens erfahren, dass ich zu wenig trinke, also muss ich echt darauf achten, jeden Tag 3 Liter zu trinken. Ja, genau, und ja, das war's eigentlich von mir heute. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich hoffe, dir hat auch die verbesserte Audioqualität gefallen. Ja, ich hoffe, du kannst mich besser verstehen in dieser Telefonzelle, ja, besser als vorher, wo ich viele Hintergrundgeräusche hatte. Und ich denke, in Zukunft werde ich mehrere Videos hier in dieser Telefonzelle machen und über alle möglichen Themen sprechen. Das heißt, wenn du mich hier siehst mit dieser Umgebung, dann weißt du, ich bin in der Telefonzelle, sodass du mich gut verstehen kannst. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss, ciao, ciao. Und bevor ich es vergesse, natürlich werde ich immer versuchen, auch woanders zu filmen, sodass du auch im Hintergrund Dinge siehst. Aber das ist nicht immer möglich, leider. Okay? Vielen Dank für dein Verständnis und wir sehen uns morgen. Tschüss!